Oder? Ich glaube, Akzent setzen ist ganz wichtig. Aber man muss sich bewusst sein, dass man gewisse Linien überschreitet und entsprechende Reaktionen kommen. Mit dem muss man dealen können, weil die kommen. Die kommen wirklich fadengrad, fußdick, direkt auf einem zu. Einfach sagen, das. Nein, das ist leider. Also ich wünschte mir ja die Offenheit. Ich wünschte es mir übrigens auch für die Männer. Ich finde auch, Männer dürften viel mehr Freiheiten können haben und leben bei ihrer Kleiderwahl. Also sie sind sehr eingeschränkt. Das ist das, mir tut Männer leid, insbesondere ja? In ihrem Sekt. Nein, ja. Wirklich? Ja. Nein, ehrlich? Ja. So schnell, nur bei den Kleidern. Ich finde das auch noch spannend. Also ich habe das bei mir gesehen, als ich in New York gelebt habe. Habe ich mich anders angezogen. Also nicht komplett anders, aber ich war freier. Also ich meine auch, die Umkehrung müsste doch einfach mal wirklich ganz klar stattfinden, dass wir von uns ausgehen und was wir wollen und dass wir nicht immer irgendwelche Anpassungen an Normen, die Normen sind ja in unseren Köpfen. Ich glaube, ich habe ganz viel zu tun. Also das bleibt so bei mir übrig. Von dem oben, ich denke, es gibt noch einiges zu bewegen und wir sind noch in einer Schweiz, die noch recht fest an gewissen Maßstäben klebt. Und ich glaube, eine Öffnung in Richtung dem, was sie in New York erlebt haben, würde ich mir, glaube ich, einfach als Schlusswort für Basel wünschen. Für die Schweiz.